damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Nevergist. Wir sind jetzt... Okay, warte mal, ganz kurz. Ich werde jetzt gucken, ob das jetzt hier funktioniert mit dem Shader. Wahrscheinlich nicht. Ich probiere es jedes Mal wieder aus. Ich vergesse auch jedes Mal, mir den Mod draufzuladen wieder. Hilft schon mal... Na, es geht. Wir haben jetzt hier nichts Besonderes mehr. Ach, wir wollten uns nach unten graben. Wie machst du das mit den Hundis? Ich weiß es noch nicht genau. Ich glaube, ich mache einfach mal zu. So. Problem an der Sache ist allerdings... Ja doch. Geht ja jetzt so. Ja, ich habe da mal ein paar Themen zum Reden. Und zwar habe ich jetzt mal so ein bisschen rumgeguckt. Ich tue ja nebenbei noch Multiplayer spielen. Momentan auf Inside Mine, / Magic Mine. Da haben wir schon das erste Eisen gefunden. Sehr schön. Ach ja, bevor ich loslege, also ihr seht schon, ich möchte mich mal ganz doll entschuldigen, ich möchte mich wirklich ganz doll entschuldigen. Ich hatte ja gemeint, Honeyball haut kein Texture-Pack mehr raus, das dauert noch eine Weile und so. Ja, da habe ich natürlich ganz großen Scheiß gelabert. Macht sie sehr wohl. Mit den Hunden, das ist jetzt etwas unpraktisch, dass die mir jetzt hier hinterher spawnen. Ich glaube, die Hunde setze ich mal. Ich muss sie nicht verfolgen. 1, 2. Und was auch immer der da macht. Geh mal bitte aus der... Du könntest ruhig mal... Hier, komm mal her. Hier so, genau. Und dann sitz. Ja, super. So. Sitz, schiebt mal die Hunde hier durch die Gegend. Und dann müssen wir das nachher ab... Ich tu mal hier ganz kurz... M Waypoint at Hundis. So, okay. So, da sehen wir, dass hier die Hundis sind und dann holen wir die nachher wieder ab. Ja, also Honeyball hat sehr wohl Texture Packs gemacht. Ich habe bloß so lange jetzt kein Honeyball Spiele mehr geguckt, dass ich das gar nicht gemerkt habe. Und ich hatte halt gehofft, dass ich sehe, dass es auf Facebook aktualisiert, aber da ist. Wow. Wow. Aber da habe ich es anscheinend verpatzt oder vielleicht kam da auch nichts. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ich habe da auch mal übrigens mit Eis zugebaut, fällt mir gerade auf. Das war sehr intelligent. Hier mache ich jetzt mal ganz kurz zu. Ich kann mir vorstellen, also ich weiß, dass ich ungern in die Lava fallen möchte. Deswegen denke ich mir mal, ist das die vernünftigere Variante? So. Was wollen wir jetzt erreichen hier? Wir wollen erstmal erreichen, dass der ganze Schrott hier ordentlich im Inventar liegt. Dazu müsste ich das so machen. Was ist das für eine Hacke? Behutsamkeitshacke, genau, das ist die. Wir wollen heute erstmal auf jeden Fall Rohstoffe sammeln. Und ich rede gleich noch über ein Thema, was ich eigentlich hätte machen wollen auch. Aber geht anscheinend doch nicht und bla. Und ja, erstmal Rohstoffe sammeln. Und zwar hatte ich mitbekommen, wir spielen gar nicht mehr in der neuesten Version. Das ließ sich auch mal einfacher feststellen. zu viele Erneuerungen heute. Oh, ich bin richtig... Was? Hit Blumen? Natürlich, Blumen. In 40 Metern Tiefe. Search for what? Search for diese Spinne. Natürlich, ich pack meine Blumen auch immer in irgendeine düstere Höhle. Auch definitiv Blumen wachsen. What the fuck? Egal. Ich hatte festgestellt, wir spielen gar nicht mehr in der neuesten Version. Jetzt geht's hier um Zombies los. Und dass ich eventuell updaten könnte. Problem an der Sache ist, wenn wir updaten, dann... Wenn wir updaten, dann verlieren wir natürlich alle Modifikationen, die wir eingebaut haben. Wäre also nicht so cool. Und momentan bin ich auch ein bisschen unter Zeitdruck, dass ich da nicht wirklich die Zeit habe. Huch. Die alle noch mal rauszugraben. Ich könnte zwar versuchen, wieder einen Shader einzubauen, aber das erste Mal Shader einbauen war sowieso ein bisschen hoppelig. Da müssen wir mal schauen, wann ich das mache. Also es gibt momentan schon Hasen und man kann auch schon gegen die großen Wächter jetzt kämpfen und die Unterseetempel finden. Das gucken wir mal, wann wir das machen. Momentan haben wir sowieso noch mit den ganzen Neuerungen von 1.7 zu tun. Also da ist auch noch eine ganze Menge zu verarbeiten. Und wir haben uns auch ein paar Pläne gemacht, was wir jetzt erstmal machen wollen. Von daher denke ich, können wir mit der Aktualisierung ruhig noch ein bisschen warten. Dann nehmen wir uns nicht alles vorweg. Zudem so kleines... So.
Zudem hatte ich mir jetzt, mal kann man ja hier im Let's Play mal sagen, zudem habe ich jetzt überlegt, was ist das? Achso. Die Adventure-Riege wieder ein bisschen zu füllen, und zwar mit The Delic Games, man hört es im Hintergrund schon, The Delic Musik. Dafür würde ich natürlich vor allen Dingen erstmal Silence, was ja im Februar, Mitte Februar rauskommen soll, würde ich mir holen. Und würde das natürlich gleich aufnehmen. Und vor allem sind da noch ein paar andere Spiele, auch ein paar düsterere Spiele. Düsterere, schönes Deutsch. Spiele, die rauskommen sollen. The Devil's Man und sowas. Würde ich auch gerne mal spielen. Ich habe mich auch heute früh für ein Beta-Testing angemeldet bei The Delic. Beta-Spiele testen, mal schauen, ob das da irgendwie was wird, ob ich da genommen werde. Habe ja doch schon eine ganze Menge Erfahrung mit den Delic Games, und vor allem alle, die ich nicht gespielt habe, habe ich mir angeschaut, von daher eigentlich ganz gut. Bin mir bloß nicht sicher, ob das Spiel in Englisch oder Deutsch ist, aber ich nehme stark an, dass es Deutsch sein wird. Ist ja immer eine deutsche Firma. Da habe ich mich für das Spiel Fire, ist das, Fire heißt das. Das muss man gucken. Ich frage mich dann halt, muss dann halt gucken, ob man es dann eventuell, nachdem ich es, wenn ich es testen, was ist denn heute los? Wenn ich es testen sollte, muss man dann gucken, ob ich es danach nochmal Let's Play, oder ob ich vielleicht, da müsste ich dann fragen, den Test als Walkthrough raushaue, also ohne Sprache, einfach nur so rumgetestet. Ist halt die Frage, ob das erlaubt ist. Ich denke mal, wird erlaubt sein, aber erst wenn das Spiel draußen ist. Ich werde da bestimmt vorher nichts veröffentlichen dürfen. Ich frage mich, warum hier Blumen unter der Erde wachsen, Alter. Er programmiert sowas. Naja, auf jeden Fall werden da noch eine ganze Menge Games kommen. Also da bin ich bestimmt für ein paar Monate ausgeplant, was das angeht. Und das wird dann höchstwahrscheinlich nach Inside Mine folgen. Nach wie lange jetzt The Forest läuft, kann ich euch nicht sagen. Ich habe jetzt mittlerweile so ungefähr an die 30 Folgen. Also einen Monat. Oho, wo geht's hier hin? Das wäre jetzt ungefähr ein Monat. Ich weiß aber nicht, ob... Ich komme, glaube ich, drauf an, ob bei dem nächsten Update, was jetzt in, ich glaube, 10 Tagen kommt das. Deswegen produziere ich momentan noch nicht mehr, damit wir gleich mit dem Update dann die nächste Session loslegen können. Kommt, glaube ich, ganz drauf an, ob die Welt jetzt resettet wird dabei, wie bei den vorherigen Versionen, oder ob die Welt erhalten bleibt. Wenn die Welt erhalten bleibt, dann wird das Let's Play sicher nicht so lang gehen, weil wir an der Welt weiterbauen können. Sollte die Welt sich löschen, müssen wir das natürlich alles neu bauen, und das Let's Play zieht sich damit dementsprechend ein bisschen in die Länge. Müssen wir da mal einfach schauen. Smaragde. Zudem ist ja geplant, noch Anno 64, Anno 64? Warte, Moment, ich hab's da oben liegen. Anno 270, Quatsch, 64. Anno 64 habe ich heute, weil wegen Bit habe ich jetzt gerade an Bit gedacht. Das ist auch noch geplant, das wird wahrscheinlich danach, jetzt muss ich mal überlegen, warte, wir haben Minecraft, Minecraft Inside Mine. Nach Minecraft Inside Mine gehen die Let's Plays wieder los. The Forest. Das ist ein Bogenschütze. Kleiner Moment, da kümmere ich mich mal ganz kurz um. Stirb, stirb. Uah, noch einer. Okay. Ganz ruhig. Noch einer? Oh, Alter, wie viele noch? Ganz kleinen Moment, das muss ich erstmal hier kurz mich ein bisschen. Wie viele? Sind Spawner? Sehe ich schon wieder einen. Ach ne, ist ein Endermann. Okay. Ist das Lapis oder ist... Ist das Lapis oder sind das Diamanten? Mit dem neuen Honeyball Texture Pack kenne ich mich nicht so aus. Test Boss mal. Lapis Lazuli Erz, ja super, was war klar eigentlich. Warum sollten es Diamanten sein? Wo war ich jetzt gerade? Erschreck mich nochmal so, du Scheißvieh. Oh. Explodiert der genau vor mir, ich glaub's nicht. Wo war ich jetzt gerade? Wir waren bei The Forest, wissen wir noch nicht, wo es abgelöst wird. Minecraft wird sowieso nicht abgelöst. Was ist das für ein Let's Play gerade? Super, wenn man das hier... Ach, Torchlight, genau. Nee, Quatsch. Also, das ist falsch, Aussage hier.
The Forest wird nicht durch Anno abgelöst, sondern Torchlight wird dann durch Anno abgelöst. Was, ob nach The Forest noch ein zweites, also noch ein zweites Mal ein viertes Let's Play kommt, kann ich euch so jetzt noch nicht sagen. Bin ich froh. Ja, komm. Renn woanders. Komm, hier. Kann ich euch so noch nicht sagen. Das kommt natürlich ganz drauf an, wie viel Zeit ich habe, mitbringe und bla bla bla. Weil 4 Let's Plays ist ganz schön aufwendig. Zudem natürlich momentan der zweite Kanal, der... Da muss ich auch noch nachher was machen, weil das heute ist Montag und am Mittwoch soll die erste Folge rauskommen. Das, da muss ich nachher auch nochmal. Habe ich alles schon vorbereitet, aber noch nicht fertig. Ja, müssen wir mal schauen. Also, ich weiß nicht... Irgendwann wird sicher das vierte Let's Play verschwinden oder auch nicht. Ich kann das nicht sagen, wie viel Zeit ich jetzt in nächster Zeit mitbringen werde, haben werde. Das sieht eigentlich momentan ganz gut aus. Da müssen wir mal schauen dann. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich vorhin das... das Gold. Eventuell das Markt nicht aufgesammelt. Das Markt Erz wollte ich sagen. Nicht aufgesammelt habe, aber das haben wir dabei. Okay. Gegen den Ender... Alter, habe ich jetzt Schiss gehabt. Gegen den Enderman werden wir nicht kämpfen. Schwarzeichensetzlinge. Obsidian Bone. Kann man die nicht irgendwie... Ach, zu Kohle kann man die machen. Das bringt uns momentan aber auch nicht viel. Das ist Erde. Dann hauen wir mal die Erde weg. Ist das? Sah gerade aus, als wenn dann Slime gewesen wäre, aber... Ich finde es gut, dass der Shader das Gesicht des Enderman verzieht. Man merkt einfach, da ist nichts buggy oder so. Es funktioniert super. So. Gold wegschnabbeln. Jetzt muss man natürlich gucken, was tun wir fürs Gold weg. Wir haben jetzt hier... Lapis, Holz, Kohle haben wir schon zwei ganze... Ach du Scheiße. Drei Dinger Kohle haben wir schon. Das ist viel. Stein haben wir zwei. Sind das Birkensetzlinge? Ja, Birkensetzlinge brauchen wir eigentlich nicht, also. Da kann ich mir Wichtigeres vorstellen. Ich werde es auch mal kämpfen. Alter. Es. Alter. Da kam da noch ein zweiter um die Ecke, ich glaub's nicht. Ist nur eine Perle, gell? Ja, okay, das... Die bringt mir jetzt auch nichts, aber noch ich könnte das TNT mal verwenden, ne? Ist ja wahrscheinlich eine bessere Weinwand. Einmal mal hier, wenn wir schon dabei sind, sprengen wir uns ja einmal mal durch die Wand durch. Natürlich habe ich jetzt keinen Redstone dabei, das wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Aber wir haben das dabei, dann können wir uns mal ganz kurz... Okay, hat's was gebracht? Nee, nicht wirklich. Ich habe nur ein Riesenloch gesprengt, das war's. Super. Egal. Hier haben wir noch ein bisschen Smaragd, das nehmen wir natürlich mit. So. Ach, schön mal wieder im Honeyball Texture Pack zu spielen, das gefällt mir. Oder Resource Packs sind ja jetzt, sind ja keine Texturenpacks mehr. Weil ja jetzt auch Sounds mit dabei sind. Oh, stirb! Zum Beispiel der sich auch voll geändert hat. Ich glaube, bei Honeyball sind es auch noch Texturenpacks, oder? Wir machen gar keine Sounds mehr rein. Ich kann... Redstone. Das ist das wichtigste Erz im ganzen Spiel. Das ist fast... Alter, hab ich jetzt gerade einen Schrott gekriegt, dass die Lava da runter ist. Das sieht auch voll geil realistisch aus. Okay, wir sind aber sowieso noch... Wir sind noch gar nicht auf Diamantentiefe. Kein Wunder, dass ich keine Diamanten finde. Wir sind noch gar nicht in der richtigen Tiefe für sowas. So, ich weiß nicht, ob ich das Redstone-Zeug mitnehme und dafür Stein hier lasse. Ich meine... Oh. Ja klar, ich werfe die Spitzhacke weg. Super Idee. Ja, nee, ich brauche das Redstone eigentlich nicht. Das ist jetzt so. Ich glaube, so viel Redstone, wie wir mittlerweile haben, werden wir nie benutzen.
Selbst wenn ich irgendeine gigantische Farm bauen sollte, dann selbst dann wird das, werden wir genug Elektro-Stingens haben für sowas. Also da mache ich mir keine Sorgen. So, dann jumpen wir mal hier runter. Also wie gesagt, wir müssen mal schauen, wie das alles jetzt wird mit dem Testen und so. Und vielleicht kann ich es ja wirklich vorher schon anspielen. Ich kann es nicht sagen, dass... Aber ich denke, da bin ich noch nicht groß genug für, um solche Privilegien eingeräumt zu bekommen. So. Das wird noch ein Jahr dauern. Mindestens. Hm. So, dann machen wir hier. Wie viel Lapis wir einfach finden, aber nichts Wertvolles. Wir sind ja eigentlich vor allem losgegangen wegen Diamanten, weil wir halt kaum noch Diamanten haben. Und natürlich, um die neuen Biome zu ersehen, müssen wir mal gucken, dass wir, wenn wir dann die Hasen bekommen, also Version 1.8 bekommen, ich weiß nicht, ob die dann auch in den Biomen, wo wir uns jetzt hier befinden, spawnen oder ob die dann wieder neue Biome brauchen, was natürlich richtig assi wäre. Cool wäre es natürlich, das Allergutste wäre natürlich, wenn sie direkt vor uns raus zu spawnen, weil die spawnen auf normalen Gegenden. Also, oh, da habe ich was übersehen vorhin, oder war ich hier schon? Nicht, da war ich noch gar nicht. Die spawnen in normalen Gegenden, also alles, was so gemäßigte Biome sind, spawnen die. Kann also passieren, dass sie selbst von uns raus zu spawnen. Ich glaube es zwar nicht, aber ich würde es sehr angenehm finden. Jetzt müssen wir wieder 5 Kilometer rennen, um die einzusammeln, und dann müssten wir die theoretisch mit alleine nach Hause bringen. Ob das so realisierbar ist, weiß ich nicht.